Mal im Ernst, wozu braucht man eigentlich noch günstige Notebooks? Ich meine, mindestens jeder hat ein Smartphone. Viele haben auch noch ein Tablet obendrauf, mit dem man im Entspannten Mail schreiben, YouTube gucken, Twitter missbrauchen, casual zocken oder auch Nacktfotos per Snapchat schicken kann. Und falls es unbedingt dann doch ein Notebook sein muss, ein günstiges, was wäre denn nice to have? Lass uns doch heute mal darüber philosophieren, was günstige Notebooks so ausmacht bzw. ausmachen sollte und ob die auch noch eine gewisse Daseinsberechtigung haben. Hm? Lexi, Lexi. Hey, ihr bei Hauspartys, den Spotify-Playlisten-Algorithmus zerstörenden Giraffenhälse, und willkommen zu einem kleinen, aber feinen Video meinerseits. Heute möchte ich mit euch mal über günstige Notebooks philosophieren, beziehungsweise deren Nice-to-Haves, aber auch ein bisschen deren Daseinsberechtigung. Und konzentrieren uns dabei auf Geräte, die preislich ganz unten bzw. höchstens Mittelfeld angesiedelt sind. Warum? Weil der Überschuss an Geräten da draußen mittlerweile unhinterfragt die Regale bis zum Platzen füllen lässt, eure Portemonnaies leert und euch dabei unbefriedigt in der Ecke zurücklässt. Der Drang, das nächste kaufen zu wollen, lauert dann hinter jeder Ecke. Die Frage ist dann nur, was zum Teufel soll man denn überhaupt noch kaufen? Fun Fact, wenn wir unsere Suche nur mal auf bis zu etwa 1000 Euro Geräte beschränken, dann kommen wir im Einzelhandel eurer Wahl schon auf bis zu 400 fucking Notebooks. Naja, ich habe ein paar Hersteller aus dieser Übersicht dann angeschrieben und zurückgemeldet hat sich bis zum Zeitpunkt dieses Drehs hier genau einer. Und zwar Honor. Und geschickt haben die mir deren neues MagicBook 14. Das kriegt ihr im Laden, je nach Laden, aktuell um die 500 bis 600 Euro. Natürlich gibt es auch Notebooks für 200 oder 300 Euro, aber das, was da drin ist, das ist wie mit eurer Cousine. Auch wenn es auf den ersten Blick eine nice, einfache Beute ist, sowas macht man nicht, weil es im Nachgang dann doch nicht das ist, was man sich erhofft hat. Zumindest dient uns das MagicBook heute als Beispiel, um euch zu zeigen, was in einem günstigen Notebook nice ist, was auf jeden Fall drin und dran sein sollte, was aber vielleicht auch fehlt. Lasst uns mit dem offensichtlichsten anfangen, dem Äußeren. Mystic Silber nennt sich das hier, es gäbe aber noch eins in Space Gray. Zugegeben, andere Farben finde ich geil, aber ich glaube, in vielen Köpfen ist verankert, dass alles, was nicht Silber oder Schwarz ist, nicht hochwertig ist. Was für ein Schwachsinn. Immerhin, manchmal findet man auch Akzente, wie hier die gefräste Kante, die nochmal ein bisschen Individualität obendrauf legen. Gut und richtig ist auf jeden Fall wie hier ein Gehäuse aus Alu. Das macht das Notebook leicht, aber auch gleichzeitig robust. Auch wenn ihr zum Beispiel einen Rucksack habt, wo viele Bücher und Hefte drin sind und ihr es dazwischen schiebt. Aber auch wenn ihr neugierige Haustiere habt. Das Ding hier wiegt 1,3 Kilo und ist damit eines der leichtesten 14 Zöller. Der Schnitt liegt bei etwa 1,5 Kilo. Es darf nur nicht zu leicht werden, dann können wir davon ausgehen, dass da nichts Vernünftiges drin ist. Aber auch nicht zu schwer, weil dann wieder andere Verhältnismäßigkeiten nicht stimmen können. Wie zum Beispiel alte Technik mit alten Kühlkonstrukten. Okay, machen wir weiter mit den Anschlüssen. Als MacBook-User wie meine Wenigkeit hat man schon fast vergessen, was es für Möglichkeiten so gibt. Deswegen ist es schön, sowas mal wieder zu sehen. Im Jahre 2020 ist es auf jeden Fall wichtig, auch wenn es ein günstiges Notebook ist, sich eins zu holen, das auf USB-C oder gar Thunderbolt setzt. Und nicht nur als Anschluss, sondern auch als Möglichkeit zum Laden. Denn so eine Scheiße hier, proprietäre Netzteile mit so einem Anschluss sind purer Müll. Und helfen euch auf Dauer nicht weiter. Es sei denn, ihr habt ein richtig fettes Gaming-Notebook. Da ist es aufgrund des Energiehungers sogar notwendig, zwei eigene Netzteile ranzuklemmen. Jesus Christ. Na, zumindest hier wäre es so, dass es etwa eine halbe Stunde dauert, bis die 54 Wattstunden bis zur Hälfte wieder gefüllt sind. Das ist ein guter Wert. Und auch sollte neben eigentlich obligatorischen USB-Anschlüssen noch ein weiterer Produktivitätsanschluss bei sein, wie zum Beispiel HDMI, um schnell mal einen Beamer, Fernseher oder ähnliches dranklemmen zu können. Oder auch Klinkenanschluss für Headsets oder anderes Tonequipment. Premium wäre natürlich auch noch ein Kartenslot, der aber immer seltener wird. Trotz immer neuen Kameras, die aufgrund immer krasseren Auflösungen und Bitraten weiterhin auf Karten setzen müssen. Solche Sachen kabellos zu machen, ist in der Werbung oder in einem perfekten WLAN vielleicht geil, aber im Alltag, da zählt noch Kabel. Von den äußeren Werten nun zu den inneren Werten. Also heißt es, einmal aufklappen bitte. Und das ist bei manch günstigen Notebooks aufgrund des Scharniers schon so ein Problem für sich. Mal gucken, wie es hier ist. Oh, denn normalerweise sieht es ja so aus. Pass auf. Was für ein Schrott. Angefangen mit dem Display. In Notebooks wird es aber in absehbarer Zeit ein verhältnismäßiger Kompromiss aus Größe, Robustheit, Energieeffizienz und Preis bleiben. Deswegen finden wir hier kein OLED beispielsweise. Klassische IPS-Panels halt. 14 Zoll hat sich inzwischen als das neue 13 etabliert, mit der ursprünglichen Idee, mehr Display ins Gehäuse zu quetschen und ihr deshalb auch den Luxus eines schlanken Rahmens mitnehmen solltet. Denn zum Beispiel Webcams könnt ihr auch anderweitig verstecken.
Guck mal hier, eine Magic Book ist auch in der Tastatur. Also, das ist ein kleiner Nippel. Full HD sollte beim Display das absolute Minimum sein. Wer viel Akku braucht, aber auch das absolute Maximum. 4K lohnt sich hier nicht und frisst nur Akku. Gibt's in der günstigen Preisklasse aber eh nicht, genauso wie 120 Hertz. Und alles andere liegt dann an euch. Mattes Display, wenn ihr oft in Umgebungen mit viel Licht arbeitet und Spiegelung stören können. Und glänzendes Display, wenn ihr noch ein letztes Quäntchen Kontrast zaubern wollt. Ja, neben dem Display, das natürlich wichtig ist, gibt es aber noch etwas, das fast noch wichtiger ist. Und zwar der untere Teil. In dem Falle geht's jetzt um Tastatur und Trackpad. Eine scheiß Tastatur bzw. ein scheiß Trackpad kann einem alles verderben. Natürlich kann sowas subjektiv sein, aber achtet zumindest darauf, dass sich Trackpads nicht bis zum Fußboden durchdrücken lassen. Und dass die Tastatur normal groß ist, eine Hintergrundbeleuchtung und einen definierten Tippweg hat und sich nicht wie ein Gummiband anfühlt. Das hilft euch dabei, lange Texte blind tippen zu können, denn je undefinierter eine Tastatur ist, desto häufiger macht ihr Fehler. Müsst runtergucken, müsst draufgucken und auch wieder Geschriebenes korrigieren. Das ist ätzend. Manchmal sind für manche auch noch Nummernfelder ganz geil. Aber das ist schon recht spezifisch. Es lohnt sich aber auch auf etwas zu achten, das man häufiger braucht als ein Nummernpad, und zwar die Pfeiltasten, die nicht nur aus optischen Gründen zum Rest der Tastatur passen. Wie hier kann man blind nur schwer die Pfeiltasten treffen. Bisschen abgesetzter wäre schon geil. Obligatorisch geworden sind inzwischen eigentlich schon Dinge wie ein Fingerabdrucksensor. Ja, wünscht man sich zumindest. Aber selbst solche vermeintlich banalen Windows Hello Features sind nicht Standard. Sowas zu haben, ist schon geil. Tja, dann fehlt nur noch das, was unter der Tastatur liegt. Also ein Herz und ein Hirn eines Computers in dieser Preisklasse. Es gibt mit dieser Größe und in diesem Preissegment viele schwächere Intel i3 und ältere AMD-Prozessoren, was schon gemeine Abzocke ist. Das beste Kompromissminimum sollte nach jetzigem Stand ein aktueller i5 der 10. Generation oder wie hier ein Ryzen 5 3500U sein. Zusammen mit einer mindestens Iris Plus bzw. Vega 8 Grafikeinheit, also nicht diese Intel UHD-Scheiße, könnt ihr nicht nur einfache Photoshop-Bearbeitungen und einfachen Videoschnitt für den klassischen YouTube-Kanal zaubern, sondern auch anspruchslose Spiele gönnen. Also auch wenn 16 GB optimal wären, laufen auch mit den 8 GB Arbeitsspeicher, die es im Schnitt dafür gibt, die typischen Twitch-Games wie LOL oder auch Apex auf Konsolenniveau. Und wenn ihr Glück habt, könnt ihr mit manchen Modellen auch ganz aktuelle Titel anschmeißen, um wenigstens mitreden zu können. Müsst aber natürlich auch auf Grafikpracht oder sowas verzichten. Wie komfortabel ein Notebook sein kann, zeigt sich aber auch in der Lautstärke. Das heißt, manche Notebooks haben eine Kühlung, die super leise ist und trotzdem den Rechner runterkühlen kann. Andere haben wieder eine Kühlung, die brutal laut ist und trotzdem glüht die ganze Kiste. Das für sich, sein Gehör und seine mentalen Ansprüche für seine Anforderungen herauszufinden, ist jedoch Sache des Ausprobierens. Wenn ihr einen guten Kompromiss findet, aus wenig hörbar, aber trotzdem effizient, dann ist es perfekt, solange es nicht pfeift. Ein Rauschen ist schon mal die richtige Richtung. Natürlich könnt ihr in diesem Preissegment auch noch versuchen, weiter runterzugehen, aber dann könnt ihr höchstens noch ein Bild in ein Word-Dokument einfügen, bevor der Rechner komplett explodiert. Am falschen Ende zu sparen und noch so diese letzten 10 Euro auszubekommen, ist wirklich die falsche Idee. Und für alle, die mit Aufrüsten liebäugeln, vereinzelte Modelle bieten die Möglichkeit, zum Beispiel die SSD oder den Arbeitsspeicher zu erweitern, wird aber auch immer seltener. Warum? Hauptsächlich wegen Kompaktheit. Je mehr Schrauben, Halterung, Scharniere und so weiter drin sind, desto weniger sleek und leicht sind die Notebooks, weil Ware von der Stange zum Aufrüsten eben nicht so kompakt, sondern klobiger ist. Ich meine, upgraden und aufrüsten in allen Ehren, aber da müsste ein gänzlich neues Prinzip des Aufrüstens her, denn so wie wir es bisher kennen und handhaben, wird das nicht funktionieren auf Dauer. Und Speicherplatz ist halt auch noch so eine Sache. 128 GB bieten viele an, wäre dann aber schon fast wie bei Apple echt frech. 256 GB wie bei Magic Book hier sollten absolutes Minimum sein. HDDs bzw. Laufwerke generell lohnt sich nicht mehr. Naja, WLAN AC und Bluetooth 5 sollten wie hier ebenfalls Minimum sein. Ja, gerade so Kleinigkeiten wie Bluetooth 5 lassen euch dann auch eine ganze Weile an Bluetooth-Zubehör wie coolen Bluetooth in ihr Kopfhörern oder sowas Spaß haben. Das lohnt sich schon auf sowas zu achten. Oh, und last but not least, herstellereigene Features. Warum halte ich das eigentlich so? Ich wollte das. Egal. Herstellereigene Features. Na, klingt komisch. Aber es gibt Hersteller, die haben für ihr eigenes Ökosystem auch eigene Lösungen, wie Apple mit AirDrop. Beim Magic Book ist das im Vergleich zum Beispiel das Honor Magic Link. Habt ihr also ein Huawei oder Honor Smartphone, könnt ihr das Ding einfach dran klopfen und schwupps, landet die Datei entweder auf dem Rechner oder auf dem Smartphone, ohne groß etwas machen oder können zu müssen. Sowas als Kirschtopping auf seinen Sahnekuchen zu haben, kann oft viel Zeit und Nerven sparen. Nun,
Was lernen wir daraus? Nun, auch günstige Notebooks können auch ganz fancy sein, wenn man auf die richtigen Kleinigkeiten achtet. Weil dann ist es keine genauso wie ein Smartphone, teure Facebook- und Candy Crush-Maschinen, sondern ein hübsches, produktives Gerät, mit dem ihr all das machen könnt, worauf ihr persönlich gerade Lust habt und entsprechend eurem Einsatzzweck so wenig Kompromisse wie möglich hinnehmen müsst. Wenn ihr also auch Bock auf das Magic Book beispielsweise habt, dann schaut doch mal in die Videobeschreibung. Und ich gehe was anderes machen.